Hallo liebe Grillbegeisterten und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Grillvideos. Heute zeige ich euch, wie ihr in einer verhältnismäßig kurzen Zeit richtig saftige Spare Ribs zaubert. Rezeptangaben und Vorgehensweise habe ich mir bei einem richtigen Profi abgeschaut. Vor wenigen Tagen hatte ich nämlich die Möglichkeit, ein Grillseminar von Tom Heinzle zu besuchen. Wir benötigen die Spare Ribs im sogenannten St. Louis Cut. Bei diesem Zuschnitt werden gegenüber dem klassischen Schnitt Knorpelteil sowie die dünnen Rippenspitzen entfernt. Zudem gibt es noch die sogenannten Baby Back Ribs. Das sind die Rippenknochen aus dem Kotelettzuschnitt zwischen Rücken und Bauch. Geht am besten zum Metzger eures Vertrauens und bestellt die Ribs im St. Louis Cut. Hier bekommt man eine üppige, langfaserige und bissfeste Fleischauflage. Der Zuschnitt gleicht dann einem Rechteck. Zuerst würzen wir die Ribs auf der Fleischseite ordentlich mit Grillgewürzmischung. Das sind etwa 8 bis 10 Esslöffel. Ich greife hier auf eine Fertigmischung ohne Geschmacksverstärker und Zusatzstoffe zurück. Nehmt einfach eine Würzmischung, die euch schmeckt. Die Ribs haben in meinem Fall übrigens je ein Gewicht von 1,2 Kilogramm. Die Knochenseite würzen wir nicht. Hier müsst ihr aber auf jeden Fall prüfen, ob sich hier noch die Knochenhaut befindet. Diese müsst ihr dann noch entfernen. Oder ihr sagt eurem Metzger bei der Bestellung gleich, dass er sie doch bitte entfernt. Nach dem Würzen wickeln wir die Ribs in Frischhaltefolie und stellen sie für etwa 4 Stunden im Kühlschrank kühl. Für die Zubereitung der Marinade benötigen wir 2 Bio-Limetten, 5 Knoblauchzehen, Chili-Paste und Sojasauce. Die beiden Limetten rollen wir zuerst weich, sodass sich der Saft besser ausdrücken lässt. Anschließend reiben wir die Schale ab und drücken den Saft aus. Wir geben alles in eine kleine Schüssel. Nun pressen wir die 5 Knoblauchzehen mit Hilfe einer Knoblauchpresse darüber aus. Danach geben wir einen Esslöffel Chili-Paste und 4 Esslöffel Sojasauce hinzu. Jetzt rühren wir noch gut durch und stellen die Marinade abgedeckt dann bis zum Gebrauch ebenfalls kühl. Die Ribs lassen wir 2 Stunden vor dem Auflegen auf den Grill Zimmertemperatur annehmen. Wir benötigen eine Grilltemperatur von 140 bis maximal 150 Grad. In meinem Fall reicht ein zu 3/4 gefüllter kleiner Anzündkamin aus. Während die Briketts durchglühen, stellen wir uns die Ribs, 4 große Alufolien sowie 150 ml Apfelsaft bereit. Wenn die Briketts dann durchgeglüht sind, positionieren wir sie am Rand auf einer Seite des Grills. Jetzt setzen wir den Grillrost ein, schließen den Deckel und lassen den Grill für 10 bis 15 Minuten aufhitzen. Danach legen wir über der Glut das erste Stück mit der Fleischseite nach unten auf und braten es bei geschlossenem Deckel 4 Minuten scharf an. Anschließend legen wir auf die andere indirekte Seite ein großes Stück Alufolie und legen das Fleisch darauf, diesmal aber mit der Knochenseite nach unten. Die Alufolie klappen wir hoch, sodass nichts auslaufen kann, und wir gießen am Rand die Hälfte des Apfelsafts ein. Dann verschließen wir die Alufolie und legen von oben noch ein Stück darauf, sodass alles verschlossen ist und das Rippenstück in Apfelsaft garen kann. Das Ganze wiederholen wir jetzt für das zweite Stück Rippe. Dieses legen wir dann in Alufolie gehüllt einfach auf das andere Stück drauf. Wir schließen den Deckel und regeln mit Hilfe der Lüftungsschieber den Grill auf 140 bis 150 Grad ein. Das Ganze lassen wir dann bei indirekter Hitze für 2 Stunden garen.
Wir lassen nochmals ein paar Briketts durchglühen und schütten sie dann nach Ablauf der 2 Stunden in den Grill, da wir jetzt eine höhere Temperatur von ca. 200 Grad benötigen. Den oberen Teil der Alufolie entfernen wir jetzt. Die Seiten lassen wir aber hochgeklappt, sodass der Apfelsaft nicht entweicht. Die Ribs legen wir nebeneinander, aber im Bereich der indirekten Zone. Jetzt geben wir die Marinade auf das Fleisch und verteilen sie gleichmäßig. Die Alufolie lassen wir jetzt offen und in dieser Form grillen wir die Ribs bei geschlossenem Deckel indirekt für weitere 30 Minuten. Die Grilltemperatur sollte jetzt etwa 200 Grad betragen. Wir öffnen dazu beide Lüftungsschieber voll. Nach den 30 Minuten sind die Spare Ribs fertig. Wir nehmen sie vom Grill und schneiden sie knochenweise auf. Schaut es euch an, wie unglaublich saftig die Ribs sind. Ein Dank geht an Tom Heinzle, der mich durch diese etwas andere Art der Spare Rib Zubereitung inspiriert hat. Lasst euch die pikanten Ribs mit einer süß-sauren Note schmecken. Guten Appetit und bis zum nächsten Mal, euer Grillscout BBQ PM.